Ich habe in meinen Shows schon so viele große Stars gehabt. Aber es gab einen Mann, den konnte ich nie kriegen. Hatte immer zu tun, Theater oder Film oder Fernsehen. Aber ausgerechnet heute spielt er Theater in Bremen. Und im Theater ist jetzt Pause, es sind 5 Minuten bis zum Studio. Er hat 10 Minuten Zeit, muss dann wieder in 5 Minuten zurück. Hier ist mein und ich weiß sicher auch Ihr Lieblingsstar, Johannes Heesters. Also, Sie können sich mal vorstellen, wie ich mich fühle, als Holländer neben so einem berühmten Holländer zu sitzen. Habe ich mal eine Frage, wie finden Sie unser Hotel? Ja, ich muss ehrlich sagen, mein halbes Leben habe ich in Hotels verbracht, aber hier könnte ich auch wohnen. Sehr schön. Sehr so, so viele Hotels in Deutschland, in Österreich, in Holland. Was ist Ihr Lieblingshotel? Im weißen Rüssel am Wolfgangsland. Und was hassen Sie in Hotels? Die Rechnungen. Nein? Ja. Ich möchte noch mal ein paar Fragen stellen. Und ich habe vorher schon mal ein paar Fragen aufgeschrieben, so richtig, um ein Interview zu machen. Ja. Heißt, was ist der Unterschied zwischen den Filmen von früher und den Filmen von heute? Ja, früher. Früher drehte man die lustige Witwe und heute die Tante Trude aus Buxtehude. Nun kamen und kommen Sie sehr bei den Frauen an. Was muss ich nun tun, um das Gleiche zu erreichen? Ja, was ich so in Illustrierten gelesen habe, haben Sie genug Probleme. Ne? Was hat sich bei den Frauen geändert? Was hatte die Frau von früher und was hat die Frau von heute? Ein süßes Geheimnis. Möchten Sie eigentlich mal eine Abschiedstournee machen? Nein, nein. Sie? als junger Künstler muss ich Ihnen das fragen. Welchen Rat können Sie mich geben? Üben, üben, üben. Gesang. Deutsch. Deutsch, oh Deutsch. Ich dachte Gesang, aber Deutsch. Es ist eine letzte Frage. Möchten Sie mal richtig in meine Show auftreten? Ich meine, ich mache jetzt ein Jahr Pause, aber in 73 komme ich wieder zurück. Möchten Sie noch mal richtig auftreten in meine Show? Leider habe ich Ihre Shows nie gesehen. Ja, ich arbeite abends, Theater, komme nicht dazu. Aber mein Großvater hat viel von Ihnen erzählt. Damit Sie eine Ahnung haben, was ich so mache, möchte ich Ihnen ein paar Ausschnitte zeigen aus den Shows von den letzten Jahren. Und als ich in Deutschland kam, habe ich gedacht, was soll ich anziehen? Johannes Heesters in Frack, Zylinder, schön. Schal. Ja. Habe ich gedacht, ich müsste auch so was Ähnliches haben. Und das möchte ich Ihnen dann mal... Ja. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen ein Showmaster oben ohne. Hier meine ich dann natürlich. Ja. Oh, wie herrlich. Die Show ist, Sie sagen natürlich zu Hause, die Show ist 1 Minute alt und Karel ist schon baden gegangen. Helmut, ein Bier! In so einem Etablissement gibt es Tischtelefonen. Jeder Tisch hat eine Nummer und man kann so alle Tische anrufen. Ah, guck mal dort, hij duft het aan. Hallo? Oh, entschuldigen Sie, falsch verbunden. Hallo, hier spricht Tisch 6. Kein Anschluss unter diese Nummer. Was ist los? Warum weinen Sie? Ich habe meinem Kleinen habe ich Futter gegeben, ja? Und der ist er hier rausgeflogen. Und der ist er oben auf dem Balken sitzt er jetzt. Ah, kleine Uli da oben. Komm her, komm her. Komm runter. Nein, Schatz. Oh, Moment mal. Sieh da, bitte. Der Wellensittich von dieser Dame ist da nach oben geflogen. Ja. Können Sie ihn vielleicht reinlotsen? Mal probieren, oder? Das ist sehr schön.
Hübsch, was? Sehr hübsch, sehr schön. Was meinen Sie zur Minimode? Ach, das ist sehr hübsch, wer das tragen kann. Hübsch. Ja? Und die Kirche im Allgemeinen, was meinen die dazu? Wir haben nichts dagegen, wir sind ja modern. Im Gegenteil, wir sind dafür. Ja, sehr gut. So. Dankeschön. Ich erhebe Einspruch gegen die Behauptung des Staatsanwalts, dass mein Mandant den Mann vorsätzlich erstochen hat. Aber Herr Verteidiger, Ihr Mandant hat doch zugegeben, dass er an der Tat beteiligt war und dass der Ermordete durch sein Messer erstochen worden ist. Aber Frau Richter, das so war das ja nicht. Nee, das ist doch nicht Absicht gewesen, das war ein reiner Unfall. Wie soll ich Ihnen das erklären? Also passen Sie mal auf. Ich war gerade dabei, also mit meinem Messer, wo ist denn das? Die Tatwaffe ist hier. Ja. Bitte sehr. Ich war gerade dabei, mit dem Messer, also meine Nägel sauber zu machen. Ne? Und da kam noch um die Ecke der später Verstorbene, stolperte und fiel direkt in das Messer. Und das 7-mal. Nulpen aus Amsterdam, ganz egal ob man sie verstehen kann. Nulpen aus Amsterdam, ob im ersten, zweiten, dritten Programm. Nulpen aus Amsterdam, außer Käse und so weiter, kommen wir aus Gastarbeiter, was der Stock nicht singen kann. Singen Nulpen aus Amsterdam, singen Nulpen aus Amsterdam. Verzeihung, Herr Hesse, Ihr Wagen ist vorgefahren, Sie müssen zum Theater. Oh, schade. Naja, wir haben gerade gesehen, verabschieden, wir müssen uns auch verabschieden. Sehr aber schön. Noch eine Frage, natürlich haben wir jetzt die Ausschnitte gesehen. Machen Sie, wenn ich in 73 zurückkomme, machen Sie dann mit in meiner Show? Ja, 73. Geht das noch? Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Naja, vergangenen Sonntag bin ich 68 geworden. 68? Na, dann geht's. Na, natürlich. Ist alles in Ordnung. Ja. Aber noch eins, wir können es auch vorverlegen. Sie machen eine Show im nächsten Jahr. Ein Gastauftritt oder sowas. Ich meine, wie kann ich mich da bewerben? Üben, üben, üben. Deutsch. Gesang.